Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might Magic Teil 10. Wir sind im vierten Arc, riecht alles nach Finale. Wir sind in Katal mit Crackhack rübergereist per Schiff. Katal ist am Brennen, wird belagert. Und hier sind jede Menge Gegner. Wenn ich da jetzt rausgehe, greifen die mich alle an. Kann ich da noch einen Schritt zurückgehen? Nein, ich kann hier stehen bleiben. Laut Map. Mistkerle. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Mistproblem. Gott. Komm runter da. Blöde Magier. Oh Gott, der ist bewusstlos. Ich krieg zu viel. Okay. Du bist verwirrt und kannst kein Regenerieren machen. Das ist schlecht. Und ich habe nicht gesaved, korrekt? Korrekt. Stirb. Hat viel gebracht. So, regenerieren. Dankeschön. Now is not a good time. Ich weiß. So, ich würde sagen, der Magier muss die irgendwie kalt machen. Wir müssen jetzt hier gegen kämpfen. Das. Können wir die da abballern? Watch out! Behind us! Verwirrus. Okay, da habe ich echt Mist gebaut jetzt. Verdammt. Verwirrung beenden. Aber nächste Runde sollte Raceland wieder da sein. Du machst mal bitte. Die hier, genau. Brennende Entschlossenheit. 8 Runden lang, das ist schon mal gut. Neues Mana für Rüstung. Gott, doch nicht zu viel. Okay. Wir brauchen irgendeine stärkere Heilung. So, einmal das bitte. So, und du musst jetzt da hinten die Magier mal dezimieren. Sehr schön. Rüstungsschutz haben sie schon mal weg. Wir kümmern uns um die Idee vergessen, weil er uns stunnen kann. Ich hätte gerne eine himmlische Rüstung. Du kannst aber nicht, weil du verwirrt bist. Blöde Magier. Ja, super. Okay, mach mal hier eine Giftwolke. Du bist wieder verwirrt. Du bist verwirrt und hast keinen Mana mehr. Rüstung, sehr gut. Puh, die hat mir gerade den Arsch gerettet. Einmal regenerieren neu. So, Magier, mächtiger Magier. Wieso kannst du das nicht machen? Weil du keinen Mana mehr hast. Grrr. Nicht der Wolfshund, da der Elite-Gelist. Neue Rüstung. Galadriel ist wieder mal verwirrt. Ja, aber schön, dass jetzt nochmal was Schwereres hier kommt. So, auf jeden Fall Implosion da hinten hin. Hahaha, sehr schön. Nein, auf ihn da. Auf ihn. Okay, wir können zaubern. Wir machen einmal Steinhaut auf uns. Da pfeffern wir noch eine Implosion hin. Der kriegt Breche. Mal Rüstungsschutz. Verwirrt. Einmal Drack. So, töte sie. Sehr gut, einen haben wir. Okay, du hast keinen Mana. Ja, viel hat er nicht mehr. Hat er eigentlich keinen Rüstungsschutz weg? Besser normal drauf gepfeffert.
Beinahe. Beinahe. So, regenerieren. Nein, hat er widerstanden. Ich fasse es ja nicht. Mistvieh. Kein Mana mehr. Knappe Sache. Stirb. Sehr gut. So, du Mistkerl da hinten. Genau, stay down. Dann kommt mal her. Also, wir regenerieren auf jeden Fall. Das heißt, einmal eine Rüstung. Da kommt der Nachschub. Dann nehmen wir einmal Steinhaut mit rein. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Buffs haben. Du kannst einmal die Verwirrtheit ablegen. Weil wir wieder betäubt werden, wir brauchen deinen Schutz. Drei Stück da, Rüstungsschutz runter. Zauberer zuerst. Brennende Entschlossenheit, Rüstungsschutz. Regenerieren. Galadriel ist verwirrt. Oh, ich bin ja so verwirrt. So ein Mist. Okay, anstatt dass du drauf verfasst, brauchen wir Schutz vor dieser blöden Dunkelmagie. Stopp. Stopp. Ah, wieder Stall. Kein Mana mehr. Sehr gut, widerstanden. Sollten wir vielleicht noch eine arkane Abwendung mit reinnehmen. Und jetzt haben wir sie. Dann kommt der nächste Magier an. Mach mal eine Giftwolke. Und eine Inklusion. Hohoha! 600, 200, über 800 Schaden gemacht. Nice. Ja, nochmal ein Widerstand gegen Betäubung. Sehr gut, da ist der Dunkelmagier als nächstes dran. Den lassen wir nicht zaubern. Regenerieren brauchen wir nicht. Und wegnügen. Alle wegnügen. Kein Mana mehr. Neue brennende Entschlossenheit. Ruf da. Ja, und regenerieren kann ich schaden. And stay down. Jetzt aber. Okay, ihr beide nehmt Tränke. Und bevor wir weitergehen. Ah, wir können sowieso nicht gehen. Weil irgendjemand auf dem Weg zu uns ist. Ja, da kommt er. Geh mal einen Schritt näher. Halli, Hallöchen. Rüstung weg. Geschlossenheit rein. Und weg, New. Ja! So, die Zauber rein. Nimmst noch einen Trank und dann speichern wir mal Quicksave. Oder besser gesagt, wir speichern mal richtig. Nennen wir das dann Finale. Neuen Spielstand. Finale. Oh. So. Samstagmittag. Wochenende ist was Tolles. Okay, jetzt sind wir hier oben bei der Kirche. So wie es aussieht, sind die im Haus vom... Wie hieß er noch? Falaga? Sieht mir stark aus. Hey! Ja, die sind gemein. Haben die wohl vor. Gehen wir mal näher. Wollten wohl einen kleinen Hinterhalt machen. Ihr könnt Schwächung machen. Lähmung, Schlafen, Betäubung. Okay. Damit können wir aber leben. Zauber mal auf den drauf. Zing!
Okay. Miesen Fernkämpfer. Ich vermute mal, dass die Dunkelmagie haben. Aber wir machen es mal Arcane erstmal. Dann einmal Steinhaut. Du wartest ab. Du machst einen Rüstungsschutz. Ei, okay, man kann auch noch von da. Das ist natürlich schlecht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, hier wäre zu. Ja, ich verstehe. Mal zweimal machen. So, jetzt haben wir hier drei Stück im Petto. Gott, was bist du? Geschwächt. Okay. Schwächung ist nicht gut. Will ich nicht haben. Vergiftung. Schwäche. Sehr gut. Die Zauber sind drin. Ja, dann nimmst du einen Schwächungstrank. Und du machst einen neuen Rüstungsschutz weg. Und ah, das macht nichts. Nuking, nuking, nuking. Level up. Yeah. Okay, der hat gar nicht so viel Vitalität. Ah, weil ich ihm die Relic-Handschuhe weggegeben habe. Aber wir steigern weiter Macht, würde ich sagen. Er hält ja recht gut Stand. Und was können wir noch hoch machen? Wir können Schild erhöhen. Ja. Schild höher machen. Einen Punkt weiter können wir nicht reinsetzen. Dann würde ich sagen, mal Ausdauer für mehr Lebenspunkte, oder? Lebenspunkte kann nie schaden. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, du hast immer noch keinen Rüstungsschutz weg. Neues Mana. Mach's mal hier so ein schönes Gift hin. Und hier hauen wir mal einen rein. So, alle beisammen, sehr schön. Zack. Einmal Giftwolke. Und wir können uns wieder um euch kümmern. Rüstungsschutz. Wieder Widerstand. Mieser Schatten. Regenerieren. Level up. More mighty power. Und wir hätten gerne... Keine Disziplin wäre natürlich super. Aber wir könnten auch Mystik verbessern, mehr Mana haben. Sie hat schon recht viel, ne? Keine Disziplin, alles da rein. Muss ich auf Großmeister da machen. So, okay. Haben wir noch was für dich? So. Und nun geht's um euch. Schild runter. Die beiden haben noch kein Schild runter. Aha, jetzt aber. Was ist mit dir? Du bist schon wieder geschwächt. Fällt mir nicht. So. Dann stay down! Krawimsche. Something is coming our way. Be ready. Ja, sollen sie mal kommen. Ein paar neue Tränke reinpfeffern und ab geht's. Wer bist du? Oh, Quicksave. Moment mal. Du siehst mir nach einem Bosskampf an. Aus Salven. Salven sieht müde aus. Ihr könnt nicht sagen, ob es die Müdigkeit der Schlacht ist oder etwas anderes, das an ihm nagt. Ihr schon wieder. Ihr seid einfallsreicher, als ihr ausseht. Vielleicht habe ich mich in euch getäuscht. Vielleicht habt ihr etwas im Herzen, das mehr aus euch macht als nur Schatzjäger. Also beantwortet mir ehrlich eine Frage, Schatzjäger. Wofür kämpft ihr? Oh, Spaß an der Freude. Für ein kleines Mädchen. Ja, stimmt. Kleines Mädchen machen wir. Wir wollen aber natürlich auch Ruhm. Naja, Rache interessiert uns nicht. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist auch nicht schlecht. Ja, das kleine Mädchen. Für ein kleines Mädchen ist das alles. Ihr habt euer Leben riskiert für ein... Eure Antwort hat ihn sichtlich erschüttert. Tja, wir tun das Richtige. Natürlich. Sind sie nicht das einzige Vermächtnis, wofür es sich zu sterben lohnt? Nichts rechtfertigt das Opfer eines Kindes. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich mich von ihm in ein Ungeheuer verwandeln? Erunia, ich hoffe, dass du mir eines Tages verzeihen wirst. Ja, geh doch mal in die Gruft des... Wie hieß sie? Grabmal des Grauens.
da ist deine Tochter. Ohne ein weiteres Wort oder eine Vorwarnung nimmt Salvin seinen Dolch und stößt ihn sich ins Herz. Als er leblos zu Boden sinkt, sieht er gelassen aus, endlich mit sich im Reinen. What? Hey, I want to fight. Ja, genau, Crackhack, du hast recht. Wir hätten ihn gerne bekämpft, aber geht ja auch so. Leise. Hier trennt sich unsere Wege. Ich nehme mir den Meister der Meuchler oder Meister der Schatten vor. Keine Sorge, er wird es schwer haben, mich geistig zu beherrschen. Dafür bin ich viel zu sturköpfig, er lächelt. Ihr findet diesen Markus Wolf und rettet meine Enkeltochter, in Ordnung? Ah, okay. Aber ich vermute mal, dass du keine Schnitte gegen Erebos hast. Okay, wir können da nicht lang. Wir müssen erst Erebos, wir müssen erst den Markus finden. Schauen wir mal, wo der ist. Ist der vielleicht da in der Kirche drin? Nein. Okay, was haben wir übersehen? Wir können da nicht lang. Vielleicht da in das Gebäude rein. Nein, das geht auch nicht. Okay, wir klappern jetzt jede Stelle ab, bis wir finden, wo wir hin müssen. Da geht's nicht weiter, da brennt es. Vielleicht da. Das geht auch alles nicht. Okay. Ja, das scheint hier nichts zu bringen. Dann rennen wir nochmal runter. Können wir in die Richtung jetzt vielleicht? Moment, was sagt das Logbuch? Die Schlacht um Katar rettet N, besiegt Markus Wolf. Sicher und Salvins Herr vernichtet werden. Es ist in der Zeit, sich in die Vigilie einzudringen und N morgen zu retten. Okay, wie kommen wir in die Vigilie? Ich habe irgendwas da oben übersehen, glaube ich. So, gehen wir nochmal hoch. Da oben muss irgendwo ein Eingang gewesen sein. Aha, jetzt geht es. Seltsam. Gerade ging es noch nicht. Rein da. Looks like they smelled us. Who forgot to take a Bars. Warum war es abgestoppt, war? Zurück mit euch, ihr Bauern. Wisst ihr nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin Markus Wolf, der Herzog von Katal. Verbeugt euch sofort zu mir, dann lasse ich Gnade walten. Lass uns noch einen kleinen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Ja, wir wollen uns vor dir verbeugen. Und zwar... Jetzt, du hinterlistiger, mieser, kleiner Zwerg von Mensch. Wie könnt ihr es wagen? Angriff! Und er zieht zurück. War ja klar. Das heißt, wir müssen ihn erstmal suchen. Great. I need something to hit. Ja, die können uns von der Seite angreifen. Nee, können sie nicht. Also bleiben wir einfach hier stehen. Hallihallöchen. 1, 2 Zauberchen. Dunkelzauberchen. Und wir haben Dunkelschutz auf uns. Das ist sehr gut. Zip. Und weg. Galadriel ist verwirrt. Egal. Hau mal drauf. Kannst aber kein Regenerieren machen. Das ist schlecht. Okay, dann hauen wir das doch mal weg. Auf den als nächsten. Down! Warum fehlt das letzte Wort momentan die ganze Zeit? Das ist seltsam, ne? Tudu! So, machen wir ein Regenerieren rein.
Ich habe Mana. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier einen Break und diesen Dungeon Vigilia schauen wir uns als nächstes an. Bis demnächst, euer Jojin.